So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Ranger. Im letzten Part haben wir unseren Partner Pokémon Minum bekommen und Professor Hastings hier kennengelernt, der eine Art Superfangkomm zu entwickeln scheint, aber das sollen wir jetzt noch nie mitbekommen. Daher schickt uns Spencer nach oben, um nach seinem Ibitak zu sehen. Schauen wir uns das Ganze mal an, was der Mann dazu sagt, was das Ibitak sagt. Du fragst nach diesem Ibitak? Es ruht sich aus, es ist sicher noch erschöpft, nachdem es dich und den Anführer nach Ringstadt geflogen hat. Das braucht dich aber nicht zu beunruhigen, es ist zäh und in 0, nichts wieder topfit. Zwei ausgewachsene Männer kann es allerdings nicht gleichzeitig tragen. Könnte gut sein, dass ich den Professor nach Herbstenau begleiten muss. Alles klar, war das jetzt schon das, was ich machen sollte? Ich gehe jetzt einfach wieder runter, ist mir scheißegal. Belausche euch auch. Ich wette, Moritz ist ein Übeltäter. Der tut nur so, als ob er super langsam ist und das ist ein Übeltäter. Ich kenne die Story nicht, aber ich tippe da drauf. Wie geht es denn meinem Ibitak? Ich verstehe. Okay, danke. Also gut, Flo, ich habe eine neue Mission für dich. Professor Hastings wird nach Herbstenau zurückkehren. Ein Job wird es sein, den Professor zu begleiten und dafür zu sorgen, dass er unbeschadet dort ankommt. Das Flo ist deine erste offizielle Mission. Du musst durch den Fliederwald gehen und dann in Richtung Krokertunnel. Was den Tunnel erst einmal passiert, ist Herbstenau nur noch ein paar Schritte entfernt. Flo hat eine Mission erhalten. Ja, wundervoll. Es ist gut, dich dabei zu haben, Flo. Und mein Wohlergehen liegt nun in deinen Händen. Na toll. Vielleicht muss ich mich mal wieder um die alten Männer kümmern, ne? Ich bin ja als Ranger und nicht als Pflegepersonal, aber gut. Dann ist es halt so. Dann kümmern wir uns um den alten Mann und bringen ihn sicher nach Hause. Begleite den Professor. Dies ist Mission 1. Es gibt übrigens keinen Grund, mich wie ein Tatterkreis zu behandeln. Oh, Entschuldigung. Du musst dich nicht um mich sorgen. Lass uns losmarschieren. Okay. Und jetzt wurde angegriffen, nicht? Ja, klar. Ein wildes Knopfenser. Oh nein. Lass den Professor angreifen. Oh. Es hat mich angegriffen. Es hat mich angegriffen. Das Fackviech. Böses, gemeines Wesen. Samen von Knopfenser eingetragen. Knopfenser kann mit seinen Blättern sehr scharf schneiden. Sei also vorsichtig. Ja, das habe ich gemerkt gerade. Das hätte ich ja fast vergessen. Spencer bat mich, dir etwas zu erklären, Flo. Das Thema der Vorlesung, Pokestärken. Lass es mich an diesem von dir gefangenen Knopfenser demonstrieren. Eine Pokestärke beschreibt den Vorgang, bei welchem du eine Fähigkeit eines Pokémon einsetzt, um andere Pokémon mit Hilfe dieser Fähigkeit zu fangen. Wer es nun demonstrieren? Also schau genau zu. Immer diese Tutorials. Und während eines Fangversuchs eine Pokestärke zu verwenden, berühre bitte das Symbol in der rechten unteren Ecke des Touchscreens mit einem Touchpin. Ja, mach ich. Du gelangst nun zu einem anderen Bildschirm, der dir dein Partner-Pokémon und deinen derzeitigen Pokémon-Freunde anzeigt. Hier kannst du als Pokémon auswählen, dessen Stärke du verwenden möchtest. Minun kann Elektrizität entladen, die Menge hängt von den Energiereserven ab. Die Fangen erzeugt eine Graslinie. Pokémon können sich bei Berührung in ihr verändern und werden so gebremst. Es gibt zwei verschiedene Arten von Pokestärken. Bei der ersten hilft dir das ausgewählte Pokémon direkt bei deinem Fangversuch durch eine Pokestärke. Dein Partner-Pokémon wäre ein gutes Beispiel hierfür, Flo. Bei der zweiten handelt es sich um Pokémon, die die Fanglinie deines Fangkomms auf verschiedene Weisen verstärken. Das Knopfenser, welches du zuvor gefangen hast, gehört zu dieser Art. Die Fanglinie erzeugt eine Graslinie und so weiter, ja? Berühre eines der dich begleitenden Pokémon, das Symbol Pokestärke wird eingeblendet. Lass uns die Pokestärke Pflanze dieses Knopfenser verwenden. Okay, machen wir. Ah ja. Die Pokestärke Pflanze bewirkt, dass während die Fanglinie gezogen wird, hohes Gras aus ihr sprießt. Pokémon verfangen sich in diesem Gras und daher ist es natürlich einfacher, sie dann zu fangen. Seid ihr aber bewusst, dass die Wirkung in der Pokestärke nicht unbegrenzt lange anhält? Eine Pokestärke kann nur eine bestimmte Zeit verwendet werden. Die verbleibende Zeit wird auf dem Topscreen angezeigt. Verstreicht die Zeit, wird das Pokémon, dessen Stärke verwendet wurde, automatisch freigelassen. Vergiss nicht, dem Pokémon deine Dankbarkeit für seine Hilfe zu zeigen. Okay. Mach da. Ich bin immer stets dankbar für meine Pokémon.
Damit sollten wir eigentlich alles zum Thema Pokestärken besprochen haben. Soll ich die Erklärung noch einmal wiederholen? Nein. Am meisten lernst du aber wohl, wenn du es selber ausprobierst. Lass mich trotzdem noch eine Sache erwähnen. Je höher dein Ranger-Rang, desto mehr Pokestärken verschiedenster Art kannst du verwenden. Beschreibung neuer Pokestärken werden dem Glossar hinzugefügt. Also solltest du immer mal wieder einen Blick ins Glossar werfen. Die Wirkung von Pokestärken hängt zudem davon ab, gegen welcher Pokémon sie eingesetzt werden. Auch hierüber kannst du im Glossar Informationen finden. Das sollte erst einmal reichen. Lass uns nach Herbst mal aufbrechen. Das wollte ich schon lange machen, alter Mann. Alter Mann, das wollte ich tun. Aber du liest mich nicht. Testen wir das Ganze mal aus. Ah, können wir gerade nicht, weil Pokestärke ist nicht aktiviert. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Haben wir nur einen Zigzags weitergefangen. Aber hey, die Erfahrungspunkte, dann fangen wir mit Steiger ein Level auf. Bringen uns auf weiter, würde ich gerade sagen. Die Energie erhöht sich um 2. Die Fanglinie verlängert sich um 5. Siehst du mal. Schon viel wert. Schon sehr viel wert, muss ich tatsächlich gestehen. Das fangen wir auch. Komm, hier. Komm mit. Komm mit in die Wir. Lieber einmal Pokémon mehr fangen als zu wenig und am Ende des Tages viele Pokémon dabei haben. Also können wir ja nicht, aber halt viele EP dabei haben. Es gibt hier sehr viele verschiedene Arten von Pokémon, nicht wahr? Achso, okay. Natürlich umfällt die Pokémon. Das liegt daran, dass die Rangers natürlich umfällt der Pokémon im Turm allgemein zu beschützen. Haben wir schon mal gelesen? Kann durchaus sein. Kann aber auch nicht sein. Hallo Hydrobi. Ah, das ist ein Hydrobi. Es erschien genau zum richtigen Zeitpunkt. Lass mich dir erklären, wie man die Pokestärken im Wasser verwendet. Sie ist einzigartig. Really? Berühre bitte das Symbol in der rechten unteren Ecke des Touchscreens, ganz wie zuvor gelernt. Boah, der Professor nervt mich ein bisschen. Berühre das Pokémon, dessen Pokestärke helfen soll. In diesem Hydrobi, nun berühre das Pokestärke-Symbol. Diese vier Tutorial. Bisschen viel durchgetutorial, ne? Die Pokestärke Wasser erzeugt Blasen, die ein Pokémon einfangen können. Rühre mit dem Touchpad den Touchscreen. Du siehst nun, wie sich eine Blase formt. Wenn du den Touchpad nicht vom Touchscreen anhebst, wird die Blase weiter wachsen. Hebe nun den Touchpad an und siehe da eine fertige Blase. Berühre das Pokémon, die Blase wird es in ihr gefangen. So rum. Das eingeschlossene Pokémon ist natürlich ein leichteres Ziel während deines Fangversuchs. Spannend. Sei dir bewusst, dass die Blasen nach einer bestimmten Zeit platzen. Das ist klar. Zusätzlich zum Zeitlimit einer Blase kann sie auch aus weiteren Gründen platzen. Wer da wäre? Solange die Blase noch nicht die richtige Größe hat, ist sie sehr einfach zum Platzen zu bringen. Schon die Berührung eines Pokémon reicht aus, damit die unfertige Blase platzt. Naja. Daher solltest du ein Auge auf die Bewegung des Pokémon werfen, während du die Blase formst. Außerdem solltest du wissen, dass man die Blase auch in eine bestimmte Richtung lenken kann. Starte zuerst damit, deine Blase zu formen. Hebe den Touchpad nicht an, sonst wird es nicht funktionieren. Ist die Blase groß genug, so führe den Touchpad in die Richtung, in welche die Blase schweben soll. Sieh auf den Topscreen. Dort befindet sich ein Symbol, das dir die Bewegung des Touchpads anzeigt. Dieses Symbol hilft dir, falls du ja nicht sicher sein solltest, wie deine Pokestärke ausführen sollst. Ah ja, spektakulär. Spektakulär definitiv. Ähnlich der Pokestärke Wasser wird eine Schnippbewegung auch bei anderen Pokestärken ausgeführt. Meistere schnipsende Blasen und du wirst keine Probleme beim Ausführen ähnlicher Pokestärken haben. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Die Blase muss natürlich größer als das Pokémon sein, das du fangen möchtest. Das liegt natürlich auf der Hand, aber ich wollte lieber sicher gehen. Ist mir bewusst. Danke, Prof. Danke, Prof. Es beschließt meine Vorlesung über die Pokestärke Wasser. Hast du alles verstanden oder soll ich meine Erklärung noch einmal wiederholen? Nein, darf ich auch mal ein paar Millimeter ohne Erklärung gehen? Gut, Flo. Und nun auf schnellstem Wege nach Herbstenau. Ja, wenn du mich lassen würdest, dann wären wir schon lange in Herbstenau. Mich lassen würdest, aber du lässt mich nicht. Ach, guck mal. Geklappt. Einen Kreis zu wenig gezogen, tatsächlich. Kann auch passieren. Fangversuch erfolgreich. Juhu. Das System hat sich, glaube ich, auch tatsächlich im zweiten Teil ein bisschen geändert mit dem Fang. Aber das werden wir früher oder später auch noch sehen.
Oh, hallo Ranger. Ich brauche Hilfe. Da blockiert ein Räuber in den Weg. Er ist zu groß. Ich bekomme ihn nicht aus dem Weg. Ich habe so eine Vermutung, dass mir gleich noch eine Pokestärke erklärt werden könnte. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme. Kann ich jetzt einfach mit Robby auswählen? Ja, das geht auch. Ah, okay, dann brauche ich... Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Wenn mir garantiert gleich die nächste Pokestärke erklärt und dann brauche ich diese Leiste also nur für meinen Partner-Pokémon, also nur für Minun. Flammi erzeugt mit seinem winzigen Schnabel Flammen, die Heuballen entzünden können. Na ja, gut. Ist auch nicht schlimm, den Heuballen. Ja, Professor Hastings, geben Sie mir die Erklärung bitte. Nein, Heuballen versperrt uns also den Weg. Flo, du hast schon gelernt, wie du Hindernisse beseitigst. Nun ist die Zeit, dieses Wissen zu verwenden. Verwendet die Fähigkeit eines Pokémons, um den Heuballen aus dem Weg zu räumen. Nutzt die Feuerfähigkeit des Flamly, das du zuvor gefangen hast. Immerhin erklärt er mir das nicht zu Tode. Flamly, ich brauchte mal. Flamly eigentlich gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ja, mach das bitte kaputt. Mach den Heuballen kaputt. Liebes Flamly, da wäre ich dir sehr verbunden. Das Ziel wurde in einem Aschehaufen verwandelt. Danke, Flamly. Vielen Dank, Ranger. Nun kann ich zum Krokatunnel gehen. Ist ja eigentlich noch ein Flamly, wenn es sobald weg ist? Nö, gerade nicht. Cool. Dann halt nur den einen Heuballen. Das stört mich jetzt zwar ein bisschen, aber was soll's. Entschuldige, aber der Zugang zum Gebiet jenseits dieser Brücke ist nicht gestattet. Der Wald ist an manchen Stellen sehr dicht und selbst die Einheimischen verlaufen sich in diesem Gebiet. Ist okay. Dann gehe ich halt wieder. Ein wildes Hydrupi. Wir setzen einfach mal hier auf Pflanze ein, weil warum nicht? Das dürfte ja quasi auch Grasfeld darstellen, ne? Ja, macht's auch. Interessant. Fangversuch erfolgreich, ja wunderbar. So, wir haben wenigstens auch die Pokémon so ein bisschen los, sage ich mal. Ein wildes Bio. Okay. Der ist ein bisschen widerstandsfähiger. War ja auch schon klar, es kommen immer schlimmere Pokémon. Ich glaube, später wird das Spiel auch relativ schwierig mit verschiedenen Pokémon, aber mal sehen. Bio lädt nicht nur den Fangkorb wieder auf, ist zudem auch noch sehr niedlich. Ah, okay. Coole Sache. Hallo, befindest du dich auf einer Mission? Hat dein Fangkorb nur noch sehr wenig Energie, so fange ein Pichu. Das soll das Problem lösen. Es klappt auch mit einem Magnetilo oder Pikachu. Solche Pokémon können die Energie des Fangkorb wieder aufladen. Spannende Sache. Also da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Da können wir dann mal, falls es hart auf hart kommt, wie wir unser Fangkorb wieder aufladen. Falls wir gerade nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hinzureisen. So. Wir fangen einfach alle, weil sonst in die Quere kommt. Ist die Frage, wie viel lädt es auf? Okay, das war easy. Und ich frage mich auch, was passiert, wenn wir mehr als 4 Partner-Pokémon haben. Aha. Das ist ein Pokémon zu viel in deiner Gruppe. Möchtest du die Gruppe neu ordnen? Nö. Das Biju kann ruhig weg. Das Biju kann ruhig weggehen. Das ist okay. Sind die, wir fangen auch noch. Hier wird kein Pokémon ausgelassen, keine Sorge. Wenn später nicht mehr alle Pokémon fangen, aber jetzt am Anfang ist das, glaube ich, noch ganz gut, wenn wir viele Erfahrungspunkte einsacken. Kann nicht schaden. Nein, ich möchte nicht neu ordnen. Ich möchte aber mal das Pio auswählen. Und soll ruhig meinen Fangkorb aufladen. Keine Ahnung, wie viel das jetzt aufladen kann. Sehen wir dann irgendwann anders mal. Nämlich Fähigkeit. Schnitt sehr einfach zu zerschneiden. Daher ideal, um ihm Pokémon-Nester zu bauen. Und so eine Schnittfähigkeit? Nee, ne? Nö, der hat gar keine Stärke. Ist okay. Dann halt nicht. Dieses Schild erscheint auf seltsame Weise erneut, nachdem es verschnitten wurde. Ah ja, mhm. Der Mittelbaum. Dieser Baum steht auf halber Strecke zwischen Ringstadt und Herbstenau. Mhm. Grafenster hat aber auch keine Fähigkeit, oder? Keine Zerschneiderfähigkeit, denke ich. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist nur die Pokestärke, die es hat. Oh, nö, hat's nicht.
Ist okay, wollte ich nur in Erfahrung bringen, bevor was hier vermasseln, ne? Dann kommen wir da erstmal noch nicht weiter. Ist okay, dann halt noch nicht. Ich denke mal, durchs hohe Gras möchte man erstmal nicht. Gehe nicht durchs hohe Gras. Ein Baumstamm versperrt mir den Weg. Kannst du mir helfen, Ranger? Wenn ich ein passendes Pokémon finde, mal gucken. Ein Baumstamm versperrt uns den Weg. Der Baumstamm wird nicht so einfach brennen wie der Heuballen zuvor. Lemmys Fähigkeit ist nicht stark genug. Welche Möglichkeiten haben wir, Flo? Dann müssen wir doch mal runter. Dann gucken wir mal runter, ob da was Starkes auf uns wartet. Oh, da, oh, da kommt ein Jungblut raus. Okay. Dann nehmen wir das Jungblut. Das wilde Jungblut erscheint. Wir nehmen Hydropi. Und probieren das mit der Blasentechnik nochmal. Und nicht geklappt, wie es wollte. Hat nicht so geklappt, wie es gerne gehabt hätte. Aber gut, kein Problem. Kein Problem, das Jungblut wurde gefangen. Das mit der Blasentechnik habe ich noch nicht so ganz raus. Jungblut teilt feurige Tritte aus. Flammen sprühen von den Zähnen dieses Pokémon. Das tut aber weh. Das muss weh tun. Moment. So, sorry Leute, es hat an der Tür geklingelt. Aber jetzt geht's weiter. Was ist denn los? Schläfst du beim Gehen ein? Okay, Entschuldigung. Ich musste erstmal kurz an die Tür gehen. Ich wollte jetzt nicht den Unmut ranziehen, ne? Den Unmut vom Professor ranziehen, aber okay. Gut, hier unten ist nur ein Secret sozusagen. Dann gehen wir halt weiter hoch. Dann gehen wir weiter hoch und schauen, dass Jungblut hier das, den Baumstamm abfackelt. Aber schön, dass der. Schön, dass da eine Reaktion kommt, sobald man stehen bleibt einfach. Naja, gut. Jungblut bitten wir um Hilfe und es kann den Baumstamm abfackeln. Wundervoll. Das hier wurde in einen Aschenhaufen verwandelt. Danke, Jungblut. Wundervoll. Dann sind wir hier bestimmt am Krokertunnel. Krokertunnel, Ringstadt, Herbstenau. Ah ja. Dann wollen wir durch diesen Tunnel passieren. Sagt der Prof was? Ja, natürlich. Jetzt ist es nicht mehr weit. Vielleicht war die Mission ein bisschen zu einfach für dich. Wir sollten trotzdem keine Zeit verlieren. Nee. Wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon, alter Herr. Ach, was macht denn hier Dingsbums da? Zum Ruhm der Gesellschaft, der Menschen und der Pokémon, das ist meine Devise. Die wollte ich gar nicht reden. Ich wollte das Schild anquatschen. Ringstadt Herbstenau. Wo führt dieser Weg hin? Nirgendwo hin. Ist bestimmt nur eine Abkürzung zu irgendwas. In Angedenken an Diktrie, treuer Gefährte und Mitarbeiter in diesem langen und schweren Tunnelbauprojekt Neubein, wird das Diktrie gewürdigt. Ich dachte, das wäre Bernhard. Früher konnte man hier das ein oder andere Diktrie sehen. Heutzutage findet man sie zumeist nur noch tief im Tunnel. Liegt wohl daran, dass hier immer mehr Menschen unterwegs sind. Gut möglich. Fangen wir dieses Knochenfenster ein. Weil warum nicht? War gerade ein bisschen knapp, deswegen habe ich es einmal unterbrochen. So. Reicht mir mit dir, Knofenser. Reicht mir mit dir. Natürlich wieder saftische maftige EP. Na ja, komm, wir fangen es auch noch rein. Fangen dieses Knofenser auch ein. Mach erstmal eine Attacke, danach können wir in Ruhe hier den Fangversuch starten. Und alles wird gut. 15 Erfahrungspunkte. Wo geht's? Achso, ja. Nö, brauchen wir nicht neu ordnen. Wir haben zu viele Knopfensers gerade drin. Ist okay. Speichern wir vorsichtshalber. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst doch, wie es ist. Jo, einmal wird gespeichert hier. Ist die Frage, oben oder unten? Stimmt, wenn wir oben lang gehen, kommen wir bestimmt irgendwo nicht weiter. Aber wir testen es einfach aus. Weiß es, war es auch genau der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo wären wir unten rausgekommen? Ah, ein sehr seltener Anblick. Ein Diktrie. Tja, Diktrie hat keinen Bock auf dich. Das Diktrie ist bei meinem Anblick sofort geflohen. Nichts Sinn ist von diesem Diktrie. Oh. Ich glaube, wir sind richtig. Was kommt denn jetzt? Ah ja, Ich glaube, wir haben da ein Problem mit dem Professor gerade. Hallo Flo, kannst du mich hören?
Das war ganz schön knapp, aber keine Sorge, ich bin unverletzt. Allerdings musst du mich hier abholen. In der Nähe sollte sich ein weiterer Durchgang befinden, der dich hierher bringt. Ich werde mit Geduld auf dich warten. Ah, okay. Dieser Steinschlag kann im Moment nicht aus dem Weg geräumt werden. Das ist aber doof. Das ist aber belastend. Dieser Lattenzaun findet man überall. Er kann einfach zerschnitten werden. Ja, einfach ist natürlich so gesagt, ne? Paras fangen wir jetzt. Vielleicht auch nicht. Ja, komm. Verdammt. Jetzt aber das Paras. Weg mit dir. Fangversuch erfolgreich. Um dem Fang zu entgehen, schneide Paras die Fanglinie mit dem Vorderschein durch. Wisst ihr was, bevor wir jetzt den Professor suchen, der geht mir eh auf den Keks. Machen wir mal ganz kurz hier was. Wir schauen einfach mal kurz, wo wir hier rauskommen. Einfach nur mal aus Jux. Ah ja, wir sehen ein Foreshadowing auf Carpadors, die so ein bisschen umherplätschern. Ne? Nicht unbedingt im Wasser, ich glaube, da ist ein See ausgetrocknet. Den Gag kennen wir ja schon aus Pokémon-Spielen, ne? Dass da irgendwas ausgetrocknet ist. So, und wir haben schon gesehen, Paras hat tatsächlich die Schneidefähigkeit, daher schneide bitte. Sie wurde ein kleines Stück zerschnitten. Das ist schön. Daher Bill, einfach mal den Weg hier freimachen. Oh, das Magnetilo, das kann in unserem Pokécom auch aufladen. Das haben wir ja gelernt. Machen wir hier Knopfbensers hier mal verwenden. Die ganzen Knopfbensers brauchen wir ja eigentlich nicht. Die bringen uns nur so ein bisschen im Kampf was, aber wie gesagt, nicht so wichtig. Magnetilo greift mit einer Ladung an. Es kann aber auch den Fangcom aufladen. Das wollen wir jetzt gerade mal. Denn wir sind da so ein bisschen, schlecht aufgestellt. Das muss nicht sein. Gehen wir hier hindurch. Ah, Quapsel. Hallo Quapsel. Brauchen wir bestimmt. Die können bestimmt tolle Wassersachen machen. Ey. Hat er mich eiskalt rangekriegt? Aber auch wir haben das Quapsel dran gekriegt. Keine Sorge. Dein Fangkommen steigt außerdem ein Level auf. Ja, wundervoll. Die Energie erhöht sich um 2 schon wieder. Hui. Fanglinie verlängert sich um 5. Auch schön. Daten von Quapsel wurden im Verzeichnis registriert. Entdeckt Quapsel ein Ranger, erschreckt es und taucht sofort unter. Na, Gott sei Dank haben wir das nochmal in den Griff bekommen. Auch der zweite Quapsel wird jetzt gefangen. Können wir machen, was ihr wollt, aber es wird gefangen. Ist da was? Ja, Partnerstärke. Stun mir dieses Quapsel. Gar kein Bock jetzt hier, dass der mich hier massakriert mit seinen mit seinem Wasserangriffen. Muss nicht. Muss heute mal nicht. Paras nehmen wir auch mit. Kann nicht schaden, so ein Paras dabei zu haben. Die können uns ja wenigstens auch im Kampf helfen. Paras sind nützlich außerhalb des Kampfes, meine ich. Wundervoll. Lieber noch eins auf Reserve, ne? Machen wir es lieber mal das nächste Paras benötigt. Und die sind ja auch nicht schwer zu fangen. Die sind ja jetzt auch nicht allzu schwierig. Gut. Gruppe neu ordnen. Ja, ein... Beides. Zickzacks hier kann weg. Zickzacks braucht kein Mensch. Ich weiß nicht mal, wofür ich das dabei habe. Macht nichts im Kampf. Es hilft mir nicht. Es ist absolut unnötig. So, wo ist der Prof? Ah ja, was kommt denn jetzt für Lulatsche? Was kommen denn jetzt hier für welche? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Haha, die Power Rock Banana. Hallo Opa, der hochgeschätzte Professor Hastings, Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung, wie ich annehme. Wir sind die Fremden in der Nacht, kein Ranger, der über uns lacht. Wir sind die Power Rock Bande. Nimm es uns nicht übel, Opa, aber wir müssen dir jetzt das Paket da abnehmen. Was macht ihr da? Aufhören sofort! Hehe, vielen Dank für Ihre Kooperation. Ein super Fang kommt für uns. Vielen Dank, der Herr. Leider haben wir keine Zeit mehr für ein Schwätzchen. Adios, Obi. Finde ich nicht so toll. Ja, Flo, wir haben ein Problem. Mein Superfang kommt. Das Ergebnis meiner Forschung wurde von ein paar Bauern gestohlen, die sich die Power Rock Bande nannten. Ich bin nur 20 Jahre jünger. Ich hätte denen eine Lektion erteilt. Los, wir müssen sie verfolgen.
Na gut. Oh ja, ich glaube ihn trotzdem, dass er tatsächlich der Steinschlag zuvor wäre ein natürlicher Vorgang gewesen. Haha, ihr seid dank Unzionen verschüttet. Hey, ich bin der Böse. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Seid ihr bereit? Klick. Oh, jetzt haben sie uns auf ihre Seite gesperrt. Ist das, wie soll ich sagen, ist das, haben wir die Sache in den Sand gesetzt? Spitzenleistung, wie wir das in den Sand gesetzt haben, wie sollen wir sie denn jetzt bremsen, du Depp? Bist du noch ganz dicht selber, Depp? Du hast doch die Falle gebaut. Ich habe nur den Knopf gedrückt, es war nicht mein Fehler, dass die Steine an die falsche Stelle gepurzelt sind. Dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal aus dem Staub machen. Toll. Wahnsinnskerle. Wahnsinnskerle, definitiv. Dieses Schild Ringstadt Herbst noch. Ich will immer oben lesen, aber es ist absoluter Schwachsinn. Holen wir uns einmal Genetilo. Für den Fall der Fälle, wollte ich gerade sagen. Hat auch gut geklappt. Ich glaube, die brauchen immer weniger Kreise. Ne? Je höher wir am Level aussteigen, ist auch nicht schlecht. Ja, wir können einen hier so nutzen. So ein Quapsi kann ruhig frei bleiben. Ich denke mal nicht, dass wir eins brauchen in nächster Zeit. Und wir werden auch gleich den Paar beenden, bevor wir aus dem Tunnel rausgehen tatsächlich. Und das Knuffenser jetzt noch. Ist auch zwar keiner, aber hey, wir haben es gefangen. Kann mir keiner nachsagen, dass ich das Knuffenser da übersehen habe. Stattdessen, wir brauchen nicht neu ordnen, das Knuffenser brauchen wir jetzt nicht. Immer noch mit ihm. Zwei schräge Vögel, ja, die rannten, als wäre die ganzen Ranger-Vereinigung hinter ihnen her. Zu irgendeinem Grund haben sie trotzdem dämlich vor sich hingelacht. Das ist aber toll. So, wir speichern. Wir möchten speichern und danach beende ich den Part. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski und viel Spaß weiterhin bei Pokémon Ranger dann im nächsten Part. Bye bye.